Morgen, Kanda. Howdy, mein Alter. Scheinst dich nicht an mich zu erinnern. Ich weiß nicht genau. Irgendwie kommst du mir verdammt bekannt vor. Es ist in der Tat ziemlich lange her, Jack, dass du mich gelehrt hast, wie man Kojoten jagt. Chris Morell, wie er lebt und lebt. Herrje, Junge, bist du groß geworden. Ein wahrer Riese bist du, der kleine Chris. Ha, setz dich, Junge, lass uns reden. Naja, viel zu erzählen gibt's nicht, Jack. Ich hab studiert und... Jetzt befolgst du deines Vaters letzten Wunsch und bleibst hier, ne? So ist es. Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich mich freue. Ich freue mich auch wahnsinnig, Jake. Wie läuft's mit der Ranch und dem Vieh? Es gibt kein Vieh mehr, Junge. Das meiste wurde gestohlen und den Rest habe ich verkauft. Sollen wir es nicht neu aufziehen? Oder ein anderes Geschäft? Du kannst es wohl kaum erwarten, hm? Ja, ich hätte mal daran gedacht, die Schmiede aufzumachen. Aber wie wär's, wenn wir erstmal reingehen und uns einen Huhn in die Pfanne hauen? Was hältst du davon, ne? Hört sich verdammt gut an. Ich hab deine Hühnchen schon vermisst. Na, kein Wunder, dass er gelärmt hat. Und? Tut er's wieder? Ja. Hat er sich einen Stein festgetreten? Nein, nein, kostet nichts. Sieht aus, als wärt ihr ordentlich baden gegangen. Ja, ich wollte abkürzen, so 12 Mal den Canyon runter. Oh. Wir sind abgerutscht. Wir sind mit in den Bach gerauscht. Mhm. Ja, und danach hat er gelernt. Naja, viel Glück damit. Hey, Jake. Hier, das lag für dich bei der Post. Na, ich wette, ich weiß, von wem der ist. Ha, wusste ich's doch. Von Betty. Na, ja. Ich hatte recht. Er ist von Betty. Betty? Ja, doch. Meine Enkelin. Wusstest du das nicht? Nein, das wusste ich nicht. Natürlich habe ich eine. Sie ist mein ganzer Stolz. Ich habe sie an die Universität geschickt. Aber danach wird sie hier bei mir bleiben. Wollen mal sehen, was sie schreibt. Lieber Opa, der monatliche Scheck ist angekommen. Ich danke dir. Ich kann es kaum erwarten, bis die Schule aus ist und ich bei dir wohnen darf. Ach, nur noch 3 Monate, dann werde ich mich um dich kümmern. Bitte schreib mir doch einen schönen langen Brief. Ich freue mich immer so sehr, von dir zu hören. Liebste Grüße, Betty. Sie ist wirklich ein feines Mädchen. Und ich tue alles für sie, damit sie glücklich ist. Ah, hallo, Sunday. Hallo. Sie ist einfach eine Rumtreiberin und alle füttern sie. Du willst also spielen, was? Hey, Jake,
Hä? Sieh mal hier. Das ist doch das Stück aus dem Pferdehof. Es ist Gold. Tatsächlich, es glänzt mehr als ein 10-Penny-Nagel. Wenn wir nur wüssten, wo es herkommt. Ich weiß es. Der Goldgräber sagte, er rutschte in den Fluss 12 Meilen vor der Stadt. Und es gibt da nur den einen Fluss. Die Stelle zu finden wird ein Kinderspiel. Dann machen wir uns sofort auf den Weg. Und wenn wir was finden, kriegt dieser Hund von mir persönlich ein Porterhouse-Steak und ein Heim fürs Leben. Du sagst es. Genau hier ist er aus dem Wasser gekommen. Warte mal, sieh dir das an. Das sieht nach Gold aus, Junge. Nach dem Sand hier zu urteilen, liegt in dem Fluss ein Vermögen. Hallo, Benson. Was kann ich für dich tun? Sag mal, ihr Jungs kauft doch auch Gold. Natürlich. Es gehört doch zum Geschäft. Wieg das mal und sag mir, was es wert ist. Himmel. Das ist reines Gold. Das Beste, das ich je gesehen habe. Scheint so, als hätte ich das Große losgezogen. Bei 16 Dollar die Unze kommen wir für euch auf 848 Dollar. Okay, wir würden das in Bargeld bevorzugen, wenn Sie einverstanden sind. Okay, bitte, Joe. Hören Sie, wir erwarten noch eine vielfach höhere Ausbeute. Wir haben wahrscheinlich einen Volltreffer gelandet und wir wollen nicht, dass irgendwer irgendwas davon erfährt. Aber uns erzählen Sie es doch, oder? Wir sagen niemandem irgendetwas. Aber wenn wir die Stelle irgendwann bekannt geben, werden Sie als Erster davon hören. Danke. Na komm, Jake, wir müssen dem Hund ein Porterhouse-Steak kaufen. Wir haben eine Goldhalle gefunden. Wir müssen rauskriegen, wo. Die Ranch vom alten Benson könnte mir übrigens auch gefallen. Er hatte mal Rinder dort. Er weiß es natürlich nicht, aber die meisten gehören jetzt mir. Weißt du was, Jake? Es war klug, den Claim hier nicht anzumelden. Das hätte sofort die halbe Stadt hergelockt und unsere Arbeit ganz schön behindert. So haben wir den ganzen Buff für uns. Ja,
Und deine Idee, über die Ebene zu gehen und von der anderen Seite in die Stadt zu kommen, hat sie sich auch verwirrt. Ja. Mit Sicherheit. Die laufen uns schon seit 2 Monaten hinterher. Aber da oben haben wir sie noch jedes Mal abgehängt. Die suchen unsere Mine mitten in der Wüste. Wie wär's mit einer kleinen Pause, Junge? Nur noch ein paar Tage, bis Betty endlich kommt. Lass uns aufbrechen und zusehen, dass wir uns was von dem Dreck von der Haut waschen. Wahrscheinlich hast du recht. Schätze, du willst dir wohl auch einen guten Eindruck machen. Weggekratzt, Jungs. Kein Körnchen mehr da. Oh, komm schon. Langsam, langsam. Ich sagte doch, wir haben kein Fitzelchen. Was? Das kann doch nicht angehen. Also, ich... Ruhig, ganz ruhig. Was ihr im Gepäck findet, könnt ihr auch behalten. Ehrlich? Ja, na dann los, dann sucht mal schön. Da kommt der alte Benson und Morell ist nicht dabei. Gut. Sind die Papiere fertig? Alles bereit. Hallo. Hallo, Jake. Ah, wie lief's denn heute? Gar nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Also, da haben wir bei 16 Dollar die Unze, macht das 2.335 Dollar. Wie willst du es? Münzen oder Scheine? Anscheinend trage ich nicht so schwer. Scheine, Joe. Setz dich, Jake. Heute brauche ich eine Unterschrift von dir, Jake. Die Regierung verlangt seit neuestem Quittungen für alle meine Paarauszahlungen gegen Gold. Ist gut. Joe. Hier muss noch das Datum drauf, ja? Bitte schön. Und hier dein Geld. Danke. Ach, gib mir doch bitte mal meine Flasche, ja? Jungs, wir sehen uns sehr bald wieder. Wiedersehen. So, wir haben den Kaufvertrag für die Ranch. Und wenn der alte plötzlich verschwindet, können wir alles belegen. Jetzt wollen wir mal sehen, was wir an den Nuggets verdient haben. Und wie viel ist es diesmal?
$2,335. Huhu. Ich leg 500 davon zurück und bezahle die Schmiede morgen ab. Weißt du, ich glaube, das wird mal eine ziemlich teure Gegend werden. Und da bleiben wir besser dran. Wahrscheinlich gut angelegtes Geld. Hallo, Dad. Sag mal, kannst du mir nicht noch ein bisschen Geld geben? Spielst wieder, was? Viel anderes bleibt einem nicht übrig in dieser Stadt. Ich wünschte, ich hätte Arbeit. Das wünsche ich mir auch. Und denk dran, ewig geht das nicht so weiter. Alles hat mal ein Ende. Hey Al, komm mal her. Wenn du mir nicht bald mit dem Geld rüberkommst, dann lasse ich euch alle auffliegen. Dann sitzt ihr bald auf der Straße, ist das klar? Woher soll ich's nehmen? Das ist deine Sorge. Mir ist es egal, wo du es hernimmst. Hauptsache, du besorgst es. Ist Mr. Williams da? Ah, Jake. Ja, er ist hinten im Büro. Danke. Ja, bitte. Hallo, Mr. Williams. Jake, schön, dich zu sehen. Ich will den Kredit für die Schmiede tilgen. Ausgezeichnet. Setz dich. Danke. Jetzt fehlt nur noch die Quittung. Die gibst du dann vorne ab. Und dann sind wir praktisch fertig. In Ordnung, Mr. Williams. Wie geht's mit dem Claim voran? Ein bisschen holen wir noch raus. In ein paar Monaten ist dann aber Schluss. Ah ja. Hallo, Sir. Hallo, Higgins. Wir sollten vielleicht den Arzt rufen, Sheriff. Zu spät. Du hast ihn getötet, Jake. Ich soll... Das willst du doch nicht etwa abstreiten, oder? Ich hab doch den Kampf gehört. Sie waren als Einziger hier drin, Mr. Benson. Jemand muss durch die Hintertür reingekommen sein. Eine andere Möglichkeit gibt's nicht. Mach dir keine Sorgen, mein Alter.
Du bist hier bald wieder raus. Ist das hier die Ranch von Mr. Benson? Ja, das ist sie. Sind Sie Betty? Und Sie sind Chris Morell. Warum haben Sie nicht gesagt, dass Sie heute schon anreisen? Na, ich wollte Opa überraschen. Aber wo ist er denn? Oh. Also, wenn er an die Berge zum Schürfen geht, dann kann man nur sehr schwer sagen, wann er wohl wieder zurückkommen wird. Wollen Sie reinkommen? Ach, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie ich mich freue, hier zu sein. Ich kann es kaum erwarten, Opa zu treffen. Ich werde mal losreiten und nach ihm Ausschau halten. Na, hoffentlich finden Sie ihn. Fühlen Sie sich ganz wie zu Hause, Betty. Vielen Dank. Und ich mache das Abendessen, bis Sie zurückkommen. Das wäre wunderbar. Bis später. Wiedersehen. Gibt's was Neues? Nein. Ich sehe mich hier nur noch mal um. Also, das bedeutet wahrscheinlich gar nichts, aber Al, der Sohn des Sheriffs, hat zurzeit eine Menge Schulden. Und soweit ich weiß, hat er keine Arbeit. Er hat mir gerade ein Pferd abgekauft und hier... Hat Al Miller dir dieses Geld gegeben? Ja, gerade eben. Woher ist das Geld, Miller? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Ich denke, das geht mich sehr wohl etwas an, denn dieses Geld hat Jake in der Bank eingezahlt. Also, wo hast du's her? Wie ich schon sagte, das ist allein meine Sache. Ah!
Komm schon, Miller. Erzähl den Jungs, wo das Geld herkommt. Das geht euch nichts an. Ach nein? Ich war's. Lass mich gehen. Habt ihr es gehört, Männer? Ich sag's Ihnen, Sheriff, Jake ist unschuldig. Ruhig, Leute. Wenn das alles wahr ist und mein Sohn dieses Verbrechens schuldig, wird er die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen. Da kommt Morell. Alan Miller, ich verhafte Sie wegen versuchten Raubmordes. Und ich werde meine Pflicht, Ihnen das volle Strafmaß für Ihr Verbrechen zukommen zu lassen, erfüllen. Tut mir leid, Sheriff, dass es Ihr Sohn sein musste. Tut mir leid, Benson. Schon in Ordnung. Hier ist das restliche Geld aus der Bank, Sheriff. Hey, Jungs! Wie geht's, hä?
Glaub mir, die stecken mich nicht nochmal in so ein Loch. Gut, dass du wieder draußen bist. Betty wartet zu Hause schon auf dich. Betty? Na, dann war's ja allerhöchste Zeit, Junge. Das kannst du aber laut sagen. Opa! Betty! Ja! Ich dachte schon, du kommst gar nicht mehr. Ich saß mir beide fest, aber Chris sei Dank bin ich jetzt wieder hier. Das Essen steht schon bereit für euch. Und ich bin verdammt hungrig. Ich schwöre dir, das war das Beste, was ich seit Jahren gegessen habe. Da kann ich mich nur anschließen. Daraus schließe ich, dass ihr zwei leicht zufriedenzustellen seid. Junge, wir werden die nächste Woche nicht in der Mine arbeiten. Solche Mahlzeiten sollten wir nicht verpassen. Ich werde wohl morgen rausreiten und den Eingang tarnen. Außerdem können wir noch unsere drei Claims entlang des Flusses abstecken. Und du lässt sie eintragen. Dann gehen wir auf Nummer sicher. Während du unterwegs bist, kann ich Betty die Ranch zeigen und die Stadt. Oder unsere Schmiedewerkstatt. Und du kannst zum Abendessen fest mit mir rechnen. Die Stadt ist etwa 6 Meilen von diesem Kaffeefleck entfernt. Hey, Morell, kann ich dich kurz sprechen? Entschuldige mich einen Augenblick, Betty. Sie bringen den jungen Miller jetzt rüber nach Cedar City. Ach, wirklich? Ja, und vielleicht interessiert es dich, dass Williams auf dem Weg der Besserung ist. Ach, das sind mal gute Neuigkeiten. Ja. Ist Jack Benson im Haus? Leider nicht, wieso? Er ist zum Claim rausgeritten. Heute Nachmittag kommt er zurück. Oh. Danke. Benson ist draußen am Claim und kommt nicht vor heute Nachmittag zurück. Das ist das, worauf wir gewartet haben. Sunday. Hier sind noch ein paar Nuggets, von denen Chris nichts weiß. Er und Betty werden Augen machen. Sieht aus, als wären wir gerade rechtzeitig gekommen. Ganz ruhig, Benson. Wir finden, es ist an der Zeit, dass du uns zu eurer kleinen Goldgrube führst. Ach, ihr seid mal wieder, hä? Also Chris und ich haben die Stelle gefunden. Und wir führen niemanden dahin. Na, der ist wohl hinüber. Sieht so aus. Die Trinkflasche war beim Gepäck. Komm, wir müssen das Maultier einfangen.
Die Flasche ist festgebunden. Das hat keinen Sinn. Ich bekomme sie nicht ab. Dann komm. Wir müssen hier weg und zurück in die Stadt. Man darf uns hier nicht sehen. Hol dein Pferd. Hör zu, Sonny. Lauf los und hol Chris. Verstehst du? Geh und such. Such Chris. Los, los. Das ist doch Opas Pferd, nicht wahr? Ja, ist es. Da kommt noch sein Maultier. Was glaubst du, ist passiert? Ich weiß es nicht, aber ich werde es rausfinden. Ja, sowas ist hier noch nie passiert. Was soll die ganze Aufregung? Eben sind zwei reiterlose Tiere in die Stadt gekommen. Ach ja? Ja. Sunday. Sunday. Wo ist Jake? Du gehst besser heim und wartest, bis du von mir hörst, Betty. Ist gut, Chris. Was ist passiert, Alterchen? Bist du gesund? Mir ist nur etwas schwindelig. Wird aber schon besser. Sie haben mich nur angekratzt. Wer hat dich angekratzt? Sag's mir. Ich erzähl's dir alles auf dem Weg nach Hause. Komm mit.
Und denk dran, Junge, kein Wort zu Betty. Was ist passiert, Opa? Du bist verletzt? Ach, das ist doch nur ein Kratzer. Bin vom Pferd gefallen, das ist alles. Was ich jetzt brauche, ist gutes Essen. Oh, dann reite ich rauf in die Stadt und besorge dir was. Sag aber niemandem, dass dein Großvater hier ist. In Ordnung. Junge, sieh mal in die Truhe da und gib mir meine Kosmetiktasche. Kosmetiktasche? Ja. Genau die. Diese hier? Das hier wird die Blutung stillen. Was in aller Welt ist das? Oh, das, ja, das ist nur ein Souvenir aus alten Schauspielertagen. Ich wusste gar nicht, dass du mal ein Schauspieler warst. Ja? Ich hatte das damals in einer Show getragen, die hieß Charlies Tante. Ja? Ja. Und was zum Teufel ist das hier? Junge, das kleine Geheimnis, mit dem du als Frau immer eine ausgezeichnete Figur machst. Oh, verstehe. So hier oben, was? Du Grünschnabel, hältst es an die völlig falsche Stelle. Oh. Hallo, Morell. Ist Berntsen schon zurück? Noch nicht. Wenn er bis heute Abend nicht auftaucht, gehe ich ihn suchen. Vielleicht hat ihn sein Pferd abgeworfen. Wir wollten nur kurz nachfragen, wann genau wir die Ranch in Besitz nehmen können. In Besitz nehmen? Ich verstehe nicht recht. Nun, vielleicht hat Berntsen es Ihnen nicht gesagt, aber wir haben die Ranch vor ein paar Tagen gekauft. Das ist ja merkwürdig. Das hätte er mir doch erzählt. Haben Sie einen Kaufvertrag? Aber selbstverständlich, in unserem Büro. Na, dann werde ich Ihnen Jack morgen mal rüberschicken und dann klären Sie alles weiter. Ganz ausgezeichnet. Wir möchten so schnell wie möglich einige bauliche Veränderungen vornehmen. Wovon redet der Kerl? Ich hab die Ranch nicht verkauft. Hast du in letzter Zeit irgendwas unterschrieben, Jake? Nein, ich glaube nicht. Warte mal. Doch, hab ich. Ich hab eine Quittung unterschrieben. Für das Geld für die letzten Nuggets. Und hast du sie dir durchgelesen? Nein. Ganz klar, du hast offenbar einen Kaufvertrag für die Ranch unterschrieben. Darum wollten sie dich loswerden. Sie denken, sie bekommen die Ranch, wenn niemand Widerspruch einlegen kann. Diese verdammten, hinterlistigen Frettchen. Die kriegen wir schon noch. Ich kreuze morgen bei denen auf. Die werden ihr blaues Wunder erleben. Aber du gehst jetzt besser die Claims anmelden. Nimm die Feldflasche mit und bring die letzten Nuggets zur Bank. Hier ist der Plan von den drei Claims. Einer für Betty, einer für dich und einer für mich. Okay, Jake. Vielleicht ruhst du dich jetzt erstmal ein bisschen aus. Na, nun nimm dich aber mal zurück. Ich bin immerhin praktisch tot. Ach ja, hatte ich vergessen. Da ist Morin. Ist das nicht die Trinkflasche von Jake da im Sattel? Sehen wir mal nach.
vom Maultier geholt haben, bevor wir ankamen. Was haben wir denn da, Junge? Oh, Sheriff. Wir haben diese Flasche hier wieder erkannt. Sie gehört dem alten Jack Branson. Wann immer Jake heimlich seine Nuggets in unser Geschäft gebracht hat, hat er diese Flasche dafür benutzt. Wir fanden es etwas seltsam, dass der alte Jake verschwunden ist und Morell das plötzlich hat. Wo ist Morell? Er ist gerade im Gericht. Geht ihr mal rein und seht nach, was er tut. Nehmt an, er kann das erklären. Das wäre besser für ihn. Er meldet einen Claim an, Sheriff. Wahrscheinlich Jakes alten Claim. Wir warten erstmal ab, bis er herkommt. Howdy, Jungs. Worum geht es denn hier? Nur darum, wie Sie in den Besitz dieser Flasche voller Nuggets gekommen sind. Ich habe keine Lust, Ihnen zu antworten, Harris. Für wessen Claim haben Sie sich gerade eingetragen? Für meinen eigenen. Wissen Sie irgendetwas über Jack Bensons Verschwinden? Ja, ich weiß, dass er noch nicht wieder auftauchte. Tut mir leid, Morell, aber ich muss Sie festnehmen, bis wir Jake gefunden haben. Das geht schon in Ordnung. Wann findet meine Anhörung statt? Gleich morgen früh. Sie sollten auf diese Nuggets Acht geben, Sheriff. Was machen die da mit Morell? Die sagen, er hat den alten Jake umgelegt. Was ist denn hier passiert? Morell sitzt wegen Mordes. Mord? Ja. Sheriff, dürfte ich bitte kurz mit Mr. Morell sprechen? Ja, warum nicht? Gehen Sie durch. Danke. Keine Angst, Betty. Sie denken, ich hätte deinen Großvater ermordet. Sprich mit niemandem, sondern lauf nach Hause und sag Jake, dass ich morgen früh angehört werde. Er soll da hinkommen, aber niemand darf ihn sehen. Ist gut, Chris. Bis morgen. Bis morgen. Opa, Sie haben Chris ins Gefängnis geworfen. Warum das? Sie denken, er hat dich ermordet. Chris sagt, du sollst unbedingt morgen früh ins Gericht kommen, aber ohne, dass du gesehen wirst. Ich verstehe. Ich werde da sein. Und wie ich da sein werde. Alles läuft genau nach Plan. Sie werden ihn für den Mord verurteilen. In ein paar Wochen sind wir weg von hier. Mit Gold und dem Geld für die Ranch. Ja. Entschuldigen Sie, Gentlemen.
Ich suche das Gerichtsgebäude. Sie stehen mittendrin, Madam. So ein Zufall. Ich liebe Mordprozesse, Sie auch? Aber wenn ich ein Mörder wäre, würde ich eindeutig den elektrischen Stuhl bevorzugen, als zu hängen. Und Sie? Hören Sie, Lady, das interessiert uns nicht. Aber das werden Sie noch sein. Meine Güte, was für große Füße. Moment noch, Männer. Die Waffen bleiben draußen. Hört, hört, hört! Das Gericht unter dem Vorsitz von Richter McGill ist nun eröffnet. Ein jeder wird mit Bedacht und in angemessener Weise behandelt. Euer Ehren, bevor Sie mit dem Fall fortfahren, möchte ich gern noch ein paar Worte sagen. Wie lautet Ihr Name, Madam? Veronica Mabel Benson. Irgendwie verwandt mit Jake Benson. Oh, aber ja, ich bin seine allerliebste Verwandte. Was haben Sie dem Gericht zu sagen, Madam? Ich wollte nur sagen, dass ich den Angeklagten kenne, seit er ein Baby war. Ruhen Sie bitte. Wie ich schon sagte. Ich kenne ihn schon seit vielen Jahren und er war immer das süßeste Ding. Kommen Sie bitte zum Punkt, Madame. Also, ich weiß, wer Jack Benson erschossen hat. Die Männer befinden sich in diesem Saal, Euer Ehren, und daher empfehle ich dem Sheriff, niemandem Ausgang zu gewähren. Sie wollten seine Mine stehlen. Sie wollten seine Ranch stehlen. Und sie haben ihn kaltblütig niedergeschossen. Woher wissen Sie das, Madam? Weil ich dabei war, als es passierte, Euer Ehren. Sheriff, bitte vereidigen Sie Miss Benson. Ruhe, Gericht, Ruhe! 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 Lady, bitte bedecken Sie sich! Ich bin keine Lady. Ich bin Jack Benson. Und da sitzt der feige Hund, der auf mich geschossen hat. Thank you.
Ziehen Sie mal da vorn. Wie fährt man das verdammte Ding? Ich fahre. Ugh.
Ausgezeichnet. Das sieht fantastisch aus. Einen Moment noch. Kurz entspannen und dann geht's los. Und denkt dran, dass ich fast den ganzen Nachmittag damit verbracht habe, euch so zu arrangieren. Jetzt bleibt so. Genau so. Bleibt so. Fertig?